Der Peter ist schon ganz erfahren und jetzt auch sozusagen in Windeseile aufgebaut. Hier kann ich dir vielleicht nochmal öffentlich danken für Livestreams, also alle, die uns gerade live zuschauen, die sehen in dem Peter sozusagen jetzt eine von zwei personifizierten Kräften, die das überhaupt möglich machen. Vielen Dank dafür. Und du erzählst uns heute was über Kubernetes, ein technisches Element in Google. Ich weiß, du hast schon ein bisschen Erfahrung damit und ich freue mich, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, uns hier so eine kleine Einführung zu geben. Danke dir. Allerdings ist das heute durchaus weniger technisch als das letzte Mal. Also gerade auch so in dem Kontext G-Suite habe ich mir gedacht, ich gehe mal lieber ein bisschen auch auf etwas auf die tatsächliche Nutzung und Nutzungsoptionen und Vorteile davon ein. Nichtsdestotrotz möchte ich zunächst ein bisschen Begriffserklärungen praktizieren, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Aber im Anschluss würde ich gerne über Einsatzszenarien, Vor- und Nachteile reden und wozu sollte ich das überhaupt benutzen, weil es ist schön, dass ich weiß, was es technisch ist, wenn ich es nicht brauche. Fangen wir mal kurz vorne an. Wir reden über Container. Was ist ein Container? Container ist eine leichtgewichtige Virtualisierung von Anwendungen. Virtualisierung kennen wir inzwischen alle. So die Zeit, wo man sich für jedes Programm, das man braucht, einen extra Rechner gekauft hat und irgendwo in den Schrank geschoben hat, die sind irgendwie lange vorbei. Kauft den großen Rechner und verteilt ihn in kleine Häppchen und kann dann auch dynamisch hin und her skalieren. Der einen Anwendung ein bisschen mehr Ressourcen, der anderen ein bisschen weniger. Vielleicht auch redundanzbasiert sagen, wenn der Server ausfällt, läuft die Anwendung woanders weiter. Das kennen wir schon lange. Was ist jetzt mit Container neu? Bisher ist es so, dass zum einen die Ressourcenzuteilung meist sehr statisch ist. Man sagt, ich habe hier einen Rechner, der hat 64 GB Arbeitsspeicher, 4 davon kriegt die Anwendung, 8 davon kriegt die. Und wenn jetzt die eine aber mehr braucht, dann hat sie ja Pech gehabt. Und mit Containern, also es ist nicht nur mit Arbeitsspeicher, sondern mit eigentlich fast allen Ressourcen so. Mit Containern wird das alles sehr viel schmaler. Ich brauche deutlich weniger extra Ressourcen für eine virtuelle Kiste, was weiß ich, auf unter 2 GB braucht man eine virtuelle Maschine nicht hochfahren, weil das bringt nichts. Container kann durchaus auch einfach nur 64 MB Arbeitsspeicher brauchen, wenn die Anwendung darin entsprechend klein ist. Das heißt, ich kann quasi sehr leichtgewichtig sagen, okay, ich habe hier einen Rechner und ich lasse da 150 Container drauf laufen. Das ist überhaupt kein Problem, was mit virtuellen Maschinen kaum möglich wäre. Aus Anwenderentwickler oder eben später auch aus der Sicht von jemand, der so einen Container betreiben will, ist das eigentlich die Anwendung plus ihre Laufzeitumgebung. Was heißt das? Für eine Java-Anwendung habe ich die Java Runtime dabei. Für eine .NET-Anwendung habe ich vielleicht Mono-Executables dabei oder sowas, was man halt braucht. Für eine PHP-Anwendung habe ich einen PHP-Interpreter dabei. Heißt aber auch, dass meine direkte Ausführungsdependency mit eingepackt ist. Das heißt, ich kann auf demselben Rechner eine Java 7, eine Java 8 Anwendung, vielleicht eine Java 8 Anwendung mit Modifikationen an der Runtime parallel laufen lassen. Die kommen sich nicht in die Quere, weil sie in sich eingeschlossen sind. Das macht es auch nützlich. Während der Entwicklung beispielsweise kann ich das auf meinem Entwicklungsrechner auch alles parallel laufen lassen und stört sich nicht. Auch später, wenn man vielleicht eine PostgreSQL-Datenbank in der Version und noch eine andere Version und noch drei MySQL-Versionen braucht für seine vielen verschiedenen Anwendungen, ist das kein Problem. Die sind alle in sich gekapselt und kollidieren nicht miteinander. Jetzt habe ich also viele so kleine Container. Für meine Anwendung eine, für meine Datenbank eine, für mein Mailing-System vielleicht eine. Und jetzt muss ich die aber irgendwie verwalten. Ich meine, ich kann die alle mit der Hand starten und mir auf dem Papier aufschreiben, was wo läuft, aber das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache. Dann habe ich ja eigentlich nichts gewonnen, ist ja noch komplizierter geworden. Hier kommt dann Kubernetes ins Spiel. Kubernetes unterstützt mich bei der Orchestrierung und auch bei der Skalierung dieser Container. Orchestrierung ist im Prinzip das, was ich gerade sagte. Diese Anwendung möchte mit dieser Datenbank reden. Skalierung heißt, wenn jetzt auf einmal ganz viele Leute an meiner Anwendung anfangen zu benutzen und ich brauche jetzt nicht mehr nur einen davon, sondern vielleicht 5, dann kann ich da einfach 4-mal auf das Plus klicken und dann habe ich 5 Stück. Und Kubernetes sorgt dafür, dass jetzt noch 4 weitere Container auf nötigen Laufzeitumgebungen gestartet werden, auf vielleicht verschiedenen VMs oder an verschiedenen Standorten. Und ich kann Kubernetes sagen, sorg mal dafür, dass mindestens immer 3 laufen, maximal aber 10. Und wie viele genau, das machst du davon abhängig, wie die Last gerade ist. Das ist etwas, das kann ich selber ja mit VMs schon gar nicht mehr tun. Da brauche ich irgendwie einen Techniker, der die hochfährt und dann vielleicht provisioniert und dann muss man mal testen, ob das funktioniert und noch die Konfiguration schreiben und dann ist meine Lastspitze vielleicht schon weg. Dann brauche ich sie eigentlich auch nicht mehr, die VM. Wie sieht das jetzt aus? Ungefähr so. Ist nur ein Bildchen, dass man so ein Gefühl dafür gibt. Man sieht unten diese Container laufen, man sieht, wie viel Arbeitsspeicher sie gerade brauchen, wie viel CPU-Ressourcen sie brauchen und man sieht auch, wo sie laufen, da steht Node. Node ist quasi die drunterliegende VM,
hat man immer noch, aber man abstrahiert obendrauf jetzt entsprechend hier diese verschiedenen Systeme. Wir sehen hier jetzt mal eine Anwendung, die relativ viele Anwendungsdependencies hat. Ich brauche irgendwie einen Logstash, ich brauche eine S3, es läuft so eine S3 zum selber hosten. Ich brauche ein Redis, MongoDB, Kibana, was auch immer. Und wenn wir jetzt als Entwickler sagen, Mensch, wir hätten eigentlich gerne noch mal eine Testumgebung dazu, dann kann ich einfach das gesamte Ding nehmen, einmal kopieren und dann habe ich zwei davon. Das ist extrem kompliziert, wenn man das mit der Hand aufsetzt. So, Kubernetes, Orchestrierung und Skalierung von Container-Anwendungen. Gucken wir mal ein bisschen in die Begriffswelt von Kubernetes rein. Wir haben Namespaces. Namespaces ist genau das, was man denkt, was es ist. Es gruppiert Dinge zusammen. Wir haben jetzt hier gerade einen Namespace gesehen. Wir haben das so betrachtet, dass wir sagen, eine Anwendung ist für uns ein Namespace. Das kann man aber auch anders machen. Man kann sagen, wir nehmen diese Anwendung und machen jetzt eine Dev-Umgebung, eine Prod-Umgebung und eine Test-Umgebung. Dann nehme ich diesen Namespace und kopiere ihn einfach dreimal. Und dann ist quasi jedes davon ist eine Anwendungsinstanz. Mit allen Dependencies, die haben ihre eigene Datenbank, die haben ihr eigenes Logstash, die haben alles für sich selber. Ich habe diese gesamte Anwendung mit allen Dependencies dupliziert. Um das zu steuern, benutzt man in Kubernetes sogenannte Deployments. Und Deployment beschreibt quasi den Zielzustand. Da schreibe ich rein, ich hätte gern 3 Datenbankinstanzen, ich hätte gern 5 Anwendungsinstanzen und einen von diesen Log-Auswerter-Dingern. Und wenn ich jetzt sage, ach Mensch, eigentlich brauche ich so viele Datenbankeninstanzen gar nicht, dann update ich mein Deployment und schreibe rein, ich hätte aber gern nur 1. Und Kubernetes kümmert sich darum, dass das, was ich deklarativ im Deployment beschrieben habe, dann auch real wird. Das schaut also, okay, ich habe 3 laufende Anwendungsinstanzen, ich soll aber nur eine haben, also muss ich wohl 2 ausmachen. Fährt es 2 runter. Wenn ich dann aber sage, ich hätte gern 5, fährt es 4 wieder hoch. Wenn jetzt eines davon crasht, sagt Kubernetes, okay, 5 soll ich haben, ich habe aber nur 4, die funktionieren und eine, die kaputt ist, dann räume ich die kaputt ist, mal weg und starte eine neue. Und dieses Management, dieses Scaling, Upscaling, Restarten von Kisten, das ist eigentlich das Kernfeature von Kubernetes. Ich sage ihm, was ich haben will und er realisiert es dann für mich und sorgt dafür, dass die richtigen Dinge miteinander auch kommunizieren können. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ich weiß, der Tobi ist ja auch hier im Raum. Bei Gartentechnikum haben wir unsere Applikation auf Kubernetes irgendwie umgestellt und in meiner laienhaften, nicht-technischen Verständnis musste der Tobi relativ viel programmieren, weil dieses Kubernetes einfach auch den Server platt machen kann und ich dann irgendwie sozusagen transaktionssicher sein muss und keine Daten verlieren will. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, oder vielleicht muss der Tobi auch was zu sagen, welche Anforderungen sozusagen für mich als Hersteller der Software bestehen. Ja, also zunächst denke ich, ist es so, dass Anwendungen, die eher dafür gemacht sind, also im Prinzip sollten die meisten Anwendungen im Kubernetes laufen können. Auch die, von denen man eigentlich erstmal denkt, sie sind vielleicht nicht so dafür geeignet. Wir haben zum Beispiel Java-Anwendungen, ganz klassische, eine Anwendung, eine Datenbank, überhaupt nichts Skalierendes, nichts Cloud-basiertes. Das funktioniert auch recht gut, aber dann benutzt man das Kubernetes eher weniger, um halt so dynamische Skalierungen zu machen, sondern eigentlich mehr so als günstige Virtualisierungslösung. Man kann aber natürlich auch hingehen und sagen, okay, wir möchten diese Skalierungsoption haben und dann habe ich dieselben Probleme, die ich auch hätte, wenn ich das jetzt mit VMs zum Beispiel tun würde. Also wenn ich jetzt 5 Anwendungen habe und die sollen alle mit denselben Dateien arbeiten, muss ich mir irgendwie überlegen, wie sorge ich denn dafür, dass wenn der eine Anwendungsserver die Datei schreibt, der andere mitkriegt, dass sich was geändert hat. Das Problem habe ich da halt auch. Nur bei Kubernetes komme ich halt nicht drum rum, mir da Gedanken drüber zu machen, weil eben Kubernetes hingehen kann und kann sagen, okay, gerade wir haben unser Cluster bei Google. Google sagt, diese VM, die bräuchte mal ein Betriebssystem-Update, dann updaten wir die einfach und restarten das Ding. Und das Kubernetes sagt, ah ja, da wird gerade eine VM runtergefahren, dann fahre ich mal auf eine andere Anwendung hoch, damit ich die dann sauber neu starten kann. Ich meine, das sind Prozesse, die man normalerweise auch machen würde, wenn man Anwendungen hostet, nur hat man da halt mehr Kontrolle drüber. Man redet mit der IT und die sagen, wir machen den Restart Montag nach 3 Uhr und dann weiß ich, da ist meine Anwendung für eine halbe Stunde weg. Kubernetes geht hin und sagt, das sollte eigentlich immer möglich sein, deswegen reschedulen wir die Anwendung mal auf einer anderen VM, dann schalten wir die ab, dann updaten wir die Node, dann kriegen wir die Anwendung wieder zurück und die Anwendung muss damit klarkommen, dass sie so oft neu gestartet wird und dass sie vielleicht auch, also sie neu gestartet wird und dann ihre Datenbank und dann muss sie auch in der Lage sein, sich wieder neu zu verbinden, weil die Datenbank jetzt woanders läuft. Das stimmt natürlich, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein und es ist eben doch was anderes als VMs zu betreiben, aber es gibt mir auch sehr viel mehr Möglichkeiten, später in Freiheiten auszuhaben. Ich komme gleich aber nochmal zu möglichen Nutzungsszenarien und da sieht man, wo das einen nutzt. Hast du richtig beantwortet, glaube ich.
kurz zurück zur Begriffserklärung. Wir hatten eben Deployments. Deployments sind quasi die Beschreibung des Ziels. Ich sage, ich hätte gerne 3 Instanzen davon. 3 Instanzen, was heißt Instanz? Im Kubernetes-Kontext ist eine solche Anwendung, die läuft, die nennt sich dort Pod. Ein Pod ist ein laufender Container. Können auch mehrere sein, das ist aber eher selten. Und da geht es dann darum, dass mehrere Container in einem Pod Ressourcen sharen können. Für die meisten Einsatzzwecke kann man sich ein Container, ein Pod als Synonym mehr oder weniger vorstellen. Es gibt nur ein paar wenige Ausnahmen. Sonderfälle passieren, wenn ich Anwendungen da reintun will, die sich halt darauf verlassen eigentlich, dass sie zum Beispiel via IPC-Kommunikation mit anderen Teilen des Systems reden können. Das geht ja normalerweise nicht, weil meine Pods können ja auf ganz unterschiedlichen Rechnern laufen, vielleicht sogar an verschiedenen Rechenzentren, wo nur Netzwerk dazwischen ist. Wenn die jetzt aber eine gemeinsame Datei brauchen, also beispielsweise ein Unix-Socket oder sowas, dann muss ich da tricksen. Das kann ich auch, indem ich die Container in denselben Pod tue, aber es ist eher die Ausnahme. Für die allermeisten Situationen kann man sich über sagen, ein Dienst, ein Container, ein Pod. Und damit kommt man recht weit eigentlich mit dieser Vereinfachung. Jetzt habe ich also so eine Situation, wo ich 4 Anwendungsinstanzen laufen habe, zum Beispiel. Und möchte die adressieren, ich möchte mit denen sprechen. Also mein Benutzer tippt ja, der sagt ja nicht, heute rede ich mit Instanz 1 und morgen rede ich mit Instanz 4, sondern der schreibt einfach nur meine Anwendung in seinen Browser oder ein anderer Dienst versucht, sich dahin zu verbinden. Das heißt, ich brauche irgendeine Abstraktionsschicht, die mir diese laufenden Anwendungsinstanzen quasi unter einem Namen zur Verfügung stellt. Im Kubernetes-Kontext heißt das Service. Ein Service adressiert gesunde laufende Pods. Gesund, weil wenn jetzt einer meiner Anwendungen crasht und neu startet, dann nimmt Kubernetes den einfach aus dem Service raus. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht nur noch 3 Instanzen. Dann startet irgendwann eine neue und wenn die gesund und healthy ist, wird sie wieder mit aufgenommen und ich habe mein Zielkontingent erreicht. Führt dazu, dass ich so eine Art minimales Load Balancing auf meiner Anwendung habe. Da ist überhaupt keine Intelligenz drin, das ist nur Round Robin. Das heißt, einfach eine nach der anderen wird gefragt. Hilft mir aber schon mal so eine gewisse Ausfallsicherheit hinzukriegen, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Kiste neu startet. Weil Dinge gehen kaputt, das passiert. Und immer dann, wenn man es eigentlich am wenigsten braucht. Und Kubernetes sagt halt, wir akzeptieren, dass Sachen kaputt gehen. Wir versuchen das zu mitigieren, indem wir dann gut neu starten und möglichst effizient damit umgehen, wenn Sachen wegfallen. Wir können es eh nicht verhindern. Irgendwann geht irgendwann mal wo was kaputt. Technisch gesehen baut so ein Service einen DNS-Namen, unter dem ich dann alle, also quasi einen gemeinsamen Proxy erreiche, der dann alle Pods darunter anspricht. Ich will da gar nicht zu weit reingehen, das wird dann schon sehr technisch. Falls das von Interesse ist, habe ich diese Zusammenfassung plus, wie man einen Container aufsetzt und wie man das betreibt und wie man skaliert, habe ich genau hier schon mal einen Tech-Talk gehalten, den gibt es auch auf YouTube und da gehe ich deutlich tiefer in die Technik rein. Heute würde ich eigentlich gern, ja, alle Fotos gemacht, es gibt auch hiervon wieder eine Aufzeichnung, wir verlinken das dann auch entsprechend. Heute würde ich eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr auf Einsatzszenarien eingehen, weil jetzt haben wir gelernt, so grob, wie das funktioniert und was es denn bedeutet, aber wozu dient das? Also wozu kann ich das in einem Unternehmenskontext benutzen? Was löst das für Probleme? Ein Einsatzzweck, der aus meiner Sicht sich super dafür anbietet, sind so Tool-Sammelsysteme. Also ich weiß nicht, das gibt es vermutlich in jedem Unternehmen, gibt es einen Server, wo man alles drauf tut, wo man nicht weiß, ob man es überhaupt braucht und wo man es mal was ausprobieren will und wenn man dann irgendwann merkt, oh, das war wichtig, hat man plötzlich eine wichtige Anwendung darauf laufen oder irgendwann ist der Mitarbeiter, der das wollte, nicht mehr da und dann läuft da was und keiner weiß, wie es installiert wurde und ach, wir lassen es einfach laufen, bevor wir was kaputt machen. Ich glaube, sowas gibt es überall, weil man will ja Dinge ausprobieren und Kubernetes eignet sich hervorragend, um sowas zu abstrahieren, weil ich habe eine eindeutige Übersicht, da sehe ich, es gibt einen Namespace, der heißt meinetwegen Mantis. Da weiß ich, okay, da hat mal jemand einen Mantis-Bugtracker ausprobiert. Wenn ich den nicht mehr haben will, lösche ich einfach den Namespace und dann ist alles, was dazugehört, weg. Die Datenbank, das Mantis, der Webproxy davor, alles ist einfach weg. Und wenn ich es doch wieder brauche, habe ich im besten Fall diese Spezifikation, die kann ich wieder einspielen und dann habe ich das System wieder am Laufen. Das heißt, ich kann recht gut solche Tooling-Systeme haben und irgendwann sagt man vielleicht, Mensch, dieses Mantis, das löst so viele Probleme bei uns. Wir nehmen diese Container-Spezifikation und packen sie vielleicht in unser Produktivcluster und dann habe ich genau dieselbe Anwendung dort auch. Dafür eignet sich das, glaube ich, ganz gut. Da haben wir auch recht gute Erfahrungen, eigentlich unsere ersten Kubernetes-Erfahrungen mitgemacht, auch einfach Testsysteme da rein zu tun. Da ist gleich eine Frage. Da kommen jetzt noch 3 Slides. Wollen wir dann Fragen machen? Ist vielleicht besser. Das war eine Ansage. Was ich auch denke, wo sich Kubernetes super für eignet, ist so automatisch skalierende Dinger.
Ja, da muss man dann seine Anwendung für optimieren. Also da muss die Anwendung mit klarkommen, dass sie hoch, aber eben auch wieder runter skaliert wird. Aber wenn ich das Problem habe, dass ich heute noch nicht weiß, wie viele Mitarbeiter ich nächsten Monat habe und ich will vielleicht mich noch nicht darauf committen, entsprechend viele Ressourcen zu haben. Ich möchte vielleicht aber auch, dass tagsüber mehr Ressourcen zur Verfügung stehen als nachts, weil tags arbeiten die Leute halt hier in der Zeitzone. Dann kann Kubernetes dafür eine Hilfe sein. Ich sage, kann eine Hilfe sein, weil es geht nicht automatisch. Da muss ich als Anwendungsentwickler mich drum kümmern, da muss ich Kubernetes konfigurieren, wie wird Last bestimmt, wie ist Last definiert und dann eben auch ihm ermöglichen zu skalieren. Und ich muss auch damit klarkommen, dass potenziell das Ding dann halt groß skaliert und ich dann Kosten habe, die ich vielleicht ursprünglich nicht gesehen habe. Aber Kubernetes hilft, sowas zu bauen. Was ich auch denke, was super praktisch ist, ist so Quick-Up- oder Testsysteme, also so ein... Wir hatten einen Kunden, der hat sich montags entschieden, mit uns arbeiten zu wollen und wir haben gesagt, okay, bis freitags hast du eine Testumgebung, da ist noch nicht viel drin, da kommt nur Hello World raus, aber du hast eine Domain, da läuft deine Anwendung, da läuft eine Datenbank und die sagt schon mal, hallo, hier ist Projekt X. Das ist überhaupt kein Problem. Und weil wir schon dabei waren, haben wir den Namespace einfach kopiert und dann hatte er nicht nur ein Testsystem, sondern auch noch ein Pre-Production-System. Überhaupt kein Ding. Wenn man das mal hat, kann ich das einfach kopieren. Zum Go-Live hätten wir es auch nochmal kopieren können, hätten wir einfach eine dritte Stage gehabt. Und sowas in 2 Tagen, 3 Tagen hochzufahren, das ist echt nützlich. Machen Sie das mal, wenn Sie erstmal Server kaufen müssen. Oder zumindest mal mit Ihrer IT reden, dass die Ihnen eine VM irgendwo klickt, dann muss die jemand installieren, dann muss man da irgendwie Konfiguration reintun. Und jetzt möchte ich das Ganze gerne nochmal haben. Vielleicht haben Sie sich nicht die Zeit genommen, das im Configuration Management zu tun. Das Problem gibt es mit Kubernetes nicht, weil Kubernetes by default Konfigurationsmanagement ist. Also man beschreibt seinen Zielzustand. Das ist ja das Äquivalent von Configuration Management. Ich kann diesen Zielzustand einfach auf eine andere Kiste tun und dann baut sich die Anwendung dort auch auf. Ich habe mal so ein Schaubild gemacht, wie das ausschauen kann, weil da nämlich eine Frage drin beantwortet wird, die mir schon mal gestellt wurde. Wie ist das denn, wenn das mit dem Internet dann reden muss? Und wie viele Public IPs brauche ich denn da drin und wie weise ich denn dann meinen Pods zu? Und da habe ich gesagt, brauchst doch nur eine. Du hast vorne dran so ein Ingress-Proxy, der nimmt eh alle Anfragen an. Der kümmert sich darum, dass deine Domains alle SSL haben. Der macht das Ganze, alles was nötig ist, um diese Zertifikate zu beantragen. Und der routet dann seine Anfragen weiter zu den verschiedenen Namespaces. Die Namespaces sind hier diese blau gekästelten. Und darin habe ich dann so viele Pods, wie die Anwendung braucht. Vielleicht habe ich von derselben Anwendung A, habe ich hier 2 Systeme. In der Pod-Umgebung hat die auch ein echtes Storage drunter. In der UAT-Umgebung hat sie gar kein Storage, weil wozu auch? Ich starte die doch 3-mal am Tag neu und möchte, dass sie bitte wieder clean anfängt. Das heißt, ich kann mich auch entscheiden, vielleicht dort gar kein Storage drunter zu tun. Alles, was da zu speichern ist, landet nur im Arbeitsspeicher und beim nächsten Reboot ist es halt weg. Oder ich kann sagen, in der A-Anwendung habe ich noch so ein Log-Analyse-Tool dabei, das brauche ich auf meiner UAT-Umgebung nicht. Aber nebendran auf derselben Kiste habe ich vielleicht noch 3 komplett unterschiedliche Anwendungen und hier sieht man auch noch was, die brauchen vielleicht unterschiedliche Versionen derselben Software. Und die kann ich jetzt problemlos auf derselben Kiste ausführen, weil die ja voneinander abstrahiert sind. Das sind so die Vorteile und das ist so ein Beispielszenario, wie wir es zum Beispiel haben. Wir haben noch deutlich mehr Namespaces auf unserem Cluster, aber wie wir so ein Tooling-System benutzt haben, da laufen so ein paar Kundentestsysteme drauf, ohne Produktivdaten, dann haben wir hinten raus noch so ein paar nützliche Tools und so sieht bei uns so ein Cluster aus. So, jetzt können wir Fragen machen. Für Fragen, die etwas länger sind, gerne auch da melden, also Twitter im Zweifelsfall oder halt irgendwie über Homepage und dann anrufen. Und ja, dann möchte ich auch gar nicht weiter, jetzt würde ich mich über Fragen freuen. Kriegt ihr erstmal einen Applaus, oder?